Herzlich willkommen zum neuen SM Viper Battle. Diesmal gegen ihn mit. Er hat dabei ein. Maschakwe, ein Anoda Kaisch, Ansem, Hexan, Togedemaru, ein Visa Floor. Und. Das. Electek. Die Weiterentwicklung hat er voll. Wir haben dabei ein Sherox, ein Entei, ein Scarabon, ein Vigoron, ein Damos und ein. Raikou. Ich denke mal, der spielt mit Elektrofeld. Ich denke ja. Er hat hier nur zwei Pokémon drauf. Nein, schon, oder? Sieht schon aus, irgendwas erdbeben. Wenn man zweimal steigen kann, super nice. Na, leider nirgends mehr Erdbeben drauf haben. Gehen wir am besten. Kriegen wir mal mit. Drei Kuchen. Reden wir mit Garabon. Gucken wir mal, wie der Kampf so wird. Ich habe gesagt, es ist alles erlaubt. Mich wundert, dass er kein einziges Ober mitgenommen hat. Pokémon Heuler Minz fordert dich heraus. Aber Togedemaru hat Style. Der vom Juice. Okay, ein Sumpel. Okay, entweder greifen wir an oder du hast wahrscheinlich kannst auch alles hier drauf, wenn du nicht mega bist. Weil ich. Elektrofett mega. Ja, ich denke mal, dass du mega spielst. Du hast was Eisig-Tanks. Oder du legst Zahnsteine raus. Das kann natürlich auch sein und unsere Weg. Ändern. Na, du rufst zurück. Gehst raus in. Oh, Waschakwe. Gut, damit kannst du aber gegen uns machen. Also freier Fall. Ich habe was anderes erwartet, aber gut. Okay, was für ein Item kriegst du? Hast du überhaupt ein Item drauf gehabt? Ein Item, das man nicht abschlagen kann. Weil es jetzt nochmal für einen Feuerfall gibt, okay, ich werde einen Patronenhieb. Okay, du rufst zurück. Aber was möchtest du mit so einem Megan uns tun? Möchtest du Megan und Drachen tanzen? Drachen. Regentanz. Oder verlegt es, dass wir rausgehen? Ja, und das auch. Eine Option, aber ich gehe mal für den Aufschlag. Du hast keine Mega. Und du trägst den Live auf und spielst mit Kraftschub. Das ist ein interessantes Set. Komm mal. Und Kaskade. Jetzt gehen wir mal raus, Vera. Ich hoffe mal, dass du nicht den Eisheb drauf hast. Und sieh da was mit der Kampion.
Natürlich werden wir geburnt. Warum nicht? Kannst du nur Verteidigung erhöhen? Oder auch Spitzenangriff. Angriff und Spitzenangriff. Okay. Das ist neu. Also für mich neu. Ob das ein Spiel neu ist, ist wieder was anderes. Und euch kommt sein Waschakli wieder. Ja, oh, Quit. Eigentlich mit Brigaron nur noch aktiv stall in den Battle. Was echt blöd ist. Die Zermain-Klaue. Ah. Ich gern was mit Bollenheim reinzufen. So ein Knackkrack mit Bollenheim. Grauhaut. Das ist schon mega nice. Haben wir aber leider nicht. Wir gehen wieder raus. Ah, Sherox. Okay, du rufst auch zurück. Du gehst in Togedemaru. Spitz mit Ballon. Möchtest du uns die Paralyse reindrücken? Ich möchte nicht geparalysiert werden, deswegen gehe ich raus. Okay, geh so einen Schritt da rein. Hast den Angriff prediktet. Okay, wir gehen in den Flugball. Weil ich nehme an, du gehst raus in so. Also. Nein. Dings. Aber nein, es kommt. Hätte ja auch auf die Kappe über Eis gehen können. Okay, wir haben kein Trap bekommen. Das Risiko ist mir zu hoch, da drin zu bleiben. Gehen wir raus in den End. Achso, du spielst jetzt ein physisches Erdbeben? Nein, du spielst Mega. Mega Bisa Floor, okay. Mit Gigasauber. Allerdings bin ich abgezogen. Wer wird's? Alle, wir gehen auf Leute Feuer. Jetzt gehst du aber raus in so ein Pack, oder? Da kommt Juice rein. Ja, in so ein Pack. Wir treffen. Dann kann man wieder schneller, oder? Ich hoffe mal, dass wir schneller sind. Wir gehen auf einen zweiten. Ja, wir sind schneller und wir treffen auch. Damit ist so ein Pack schon mal weg. Das heißt, wir können endlich in Ruhe auf Elektroschaden gehen, obwohl, wenn das eine Pokémon Starthilfe kann, ist das ziemlich unpraktisch. Uns natürlich. Komm, Togedemaru. Ballon. Gehen weiter für Slaughterfire. Sehr effektiv. Gut, da rein. Noch so ein bisschen Damage. Nein, das stimmt. Wir greifen wahrscheinlich nicht physisch. Dann. Also Kontakt physisch. Und wir burnen es. Als Ausgleich für Sie da Wasser burnen, bekommen wir das Lotte Feuer burnen. Oh, Elektrofeld. Oh, da würden uns Togedemaru als Supporter. Als
Ein Supporter. Und ich als Attacker. Natürlich ist es Raichu schneller und. Und, Dings. Was der Starthilfe? Wahrscheinlich mit Starthilfe. Wir gehen mal weiter aufs Lauterfeuer. Ja, schneller. Er wird Donnerblitz. Er wird Donnerblitz könnte uns rausnehmen. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Nein, aber wir haben keinen. Wir haben leider kein Boden-Pokémon-Band. Das heißt, wir können auf jeden Fall auf Donnerblitz gehen und das tut er. Und das reicht knapp nicht aus, um uns rauszunehmen. Das Deuterfeuer reicht aber auch, um das Raichu rauszunehmen. Oh, habe ich jetzt nicht erwartet, dass wir überleben. Aber gut. Du gehst in Gigavolt. Denk mal, du spielst Erdbeben drauf. Und den Quick Attack. Warum nicht? Ich würde am liebsten rausgehen in Raikou und Donnerwitz drücken wegen der Elektrofight, aber wenn ich Starthilfe habe, bin ich im Arsch. Elektro-Attack abbekommen. Gehen wir mal raus in unser Sherox und drücken den Abschlag. Selbst spielen. Das Einzige, was du machen kannst, wäre Mega Bisser Floor. Falls es noch lebt. Ich nichts merken. Ist schon 23 Uhr durch. So, Patronenhieb. Ich glaube, du hast ein Problem gegen Sherox, weil du keine Feuerattacke mit hast. Aber du spielst den Z-Move. Sieht aus wie Z-Move Flug, oder? Ja, es ist Flug. Finaler Steilflug. Ich bin mal gespannt, wie viel Damage du drückst. Fast die Hälfte. Süßer Schaden. Für eine Z-Attacke. Okay, der Elektrofeld ist verschwunden. Welchen hast du noch? Du hast. Ja, du wirst es bis auf Flor noch haben. Geh mal raus mit Sherox. Mein Name ist. Oh, okay, ist Kraftkoloss. Ja, das gibt es. Wir gehen in die Mega und. Gehen für den Psyshock. Oder du opferst das oder gehst raus in dieser Floor? Nein, du gehst raus. Warum gehst nicht in dieser Flur? Hast du den Psyshock verdeckt? Das war schöner Schaden. Jetzt hoffen wir, dass der Donnerschlag nicht ausreicht, aber es von hinten. Wir leben mit 14. Oh, wir kriegen die Para. Aber wir kommen durch und können sein. Heißt das Ding eigentlich? Ich glaube, das ist auf Englisch Elebas. Aber auf Deutsch keine Ahnung. Gen 4 und seine Namen. Okay, da kommt sein. Waschakir ist schneller, er wird uns auf jeden Fall rausnehmen. Was er misst. Was so unwahrscheinlich ist. Flamosch geht drauf. Hier können wir am besten
Das. Also wir haben mit Draco die Kraftreserve Eis. Oh. Dann gehen wir mit plus 1 Einkant. Ja, plus 1 für Einkant. Wir müssen treffen. Ich habe schön viel Damage auf das. Egal, dieser Floor. Ich meine, du hast nur noch Megabisa-Floyer. Komm, gehst du rein. Hat aber mehr Leben, als ich gedacht hätte. Ich gehe auf die Steinkante, weil wir das Kraft oder sind wir beendet. Ist egal, wir drücken Damage, weil wir jetzt plus 1 sind. Denk mal, du gehst auf Matschbombe oder Stammbuge oder Gigasaga oder auf 10. Du gehst auf die Matschbombe. Dass du doch vielleicht mit dieser Tür gegangen wäre vielleicht besser gewesen. Jetzt musst du auf den Mist von meiner Steinkante hoffen. Aber wir treffen und nehmen mit der Steinkante das Mega-Mesa-Floch raus. Schön gespielt, Minz. Bin echt erstaunt, dass du kein einziges Super mitgenommen hast, als ich geschrieben habe. Alles ist erlaubt. Euch hat der Kampf gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye.